Moin zusammen und herzlich willkommen zurück in Eastshade. Ach ja, wir sind wieder da und wir sind wieder unterwegs. Wow. Ja, okay. Eine Sache. Eigentlich wollten wir ja zum Turm gehen, ne? Also das war zumindest der Plan am Ende der letzten Folge. Und hi. Moin. Ja, ich hab's auch gehört. Ui, Alter, und ganz schlimm ist es geworden. Und was mich gewurmt hat, ist die Sache mit Ranjas Haus, ne? Also es hat mir ja echt keine Ruhe gelassen. Wirklich nicht. Ich habe die ganze Gegend hier abgesucht, bin kreuz und quer gelaufen, lalalala, und hab's nicht gefunden. Ich zeig's nochmal eben auf der Karte. Da wird das hier ja angezeigt, Ranjas Haus. Ich erinnere mich aber nicht, jemanden kennengelernt zu haben, die oder der Ranja heißt. Und das soll ja hier genau in diesem Knick sein. Soll ich es verraten? Soll ich es auflösen? Wir haben hier Finns Rätsel gelöst, ne? Also Finn haben wir ja schon geholfen und das funktionierte auch. Wir haben die Kinder gesehen, wir haben seine Frau wahrscheinlich gesehen, die immer noch die Wiese hakt, warum auch immer. Da hinter dem Buschstein da hinten sitzt noch jemand. Aber was wir nie gemacht haben, in das Haus hineinzugehen. Das glaubt ihr nicht, ne? Unfassbar. Zack, das nehmen wir mal mit. Und da, Damen und Herren. Hi there, Stranger. Ranja. Come on in. Care for some tea or maybe a mead? Oh, Mead. Tee wäre wunderbar. Here you are, then. Nothing like a refreshing cup. I don't think I've seen your face before. Are you from out west? Ja, ich bin nicht aus Eatsch. Ah, okay. I thought you might be from out west. I haven't met many Westerners. I was born and raised in Narva. I really wish more Westerners would come through this way. I really want to ask them about the drumming. Was? Was denn für Trommeln? Hä? Have you heard the drums at night? Nicht, dass ich mich erinnere, nein. I was just a child the first time I heard the drumming out in the Blushwoods. My best friend and I used to play out here a lot. We even found a drum once. Wish I could look at that thing, but it seems to have disappeared. Ever since I moved out here, I've only heard the drumming late in the night. Some nights I hear it, others I don't. Doesn't seem to be any pattern. I like the music. It's captivating. In fact, it's almost bewitching. But I've always been bewildered as to its source. I figure it must be some westernly folk thing. Maybe the farmers from the Teethmore Bluffs throw parties in the Blushwood? Nobody in Narva seems to know anything about it. Das ist ja merkwürdig. Okay. Narva, was, erzähl mir mal was zu Narva. That's where I grew up. Ah. My best friend and I spent a lot of time out here, though, running through the Blushwoods. There was an old shack right in this very spot that we used as our hideout. Wasn't much more than a pile of boards back then, but I purchased the land and fixed it up. My son Finn brought his family out here, too. He always loved trees more than the bricks of the city. And I've got 5 beautiful grandchildren. Things couldn't be better. Schön für dich. Okay, bis dann. So, wir haben eine Quest bekommen. Zeig mal. Trommeln in der Nacht. Ranja hat nachts getrommelt im Rotforst gehört. Ich sollte mich dort mal umsehen. Okay. Ja, können wir machen. Nachts. Ist wieder so eine Sache. Hier haben wir ein... Können wir uns... Nee, halt, warte. Dafür ist es noch ein bisschen früh für nachts. Ach, guck, und hier schlafen die alle. Nicht viel Privatsphäre kann das sein. Ein Buch, ein Buch. Das grüne Buch der Gedichte. Oder an den Rotforst. O Rotforst, sanfte Pfade. Wir wanderten, die Herzen offen. Ihre Wangen glühend wie die Fichtenwipfel, sangen wie ein Lied voll rosiger Liebe. Ein Hörnchen hört unsere Melodie und kommt uns, um einzustimmen. O kleiner Freund, komm und sing mit. Wir tanzen, wir trällern die ganze Nacht. Doch von dem Ast regnen nur Nüsse. Er hat uns nur verstummen wollen. Oh, okay. Das ist aber traurig. Und wieder eine Kitten. Und da ist eine Angel. Und
Voodoo-Gedönse. Na gut, sag mal, ist es dir recht, wenn wir mal den Topf da benutzen? Topf, genau, da können wir was zubereiten. Pass mal auf, was ich nämlich gerne mal machen würde, ist, ich bin ehrlich gesagt nur scharf auf ihr wisst schon, auf die XP-Bergwurzen. So. Was war das? Hä? Jetzt weiß ich es doch nicht mehr. Klassische Tees. 2, 3 Bergwurzen. Wir haben keine Bergwurzen. Gehen auch normale Wurzen? Mysteriöse Mischung. Nee, das geht nicht. Okay, schließen. Gut, wir müssen noch Bergwurzen sammeln. Klassische Tees. 2 weiße Blütenbeutel und 1 Bündel Wurzeln. Ach, Wurzeln und Wurzeln. Oh, meine Güte. Okay, 2 Blütenbeutel und 1 Wurzeln. 2 Blütenbeutel und 1 Wurzeln. Lindo-Aufguss. Cool. So, nee, halt. Was brauchen wir noch? Klassische Tee, 2 Bündelwurzeln und 1 Tintling. 2 und 1 Tintling. Braun. Erdwurzeltee. Jawoll. Hua, haben wir das auch gemacht. So, was wir aber noch finden müssten, ist 3 Bergwurzen. Haben wir die schon mal gefunden? Ich bin mir nicht sicher. Na gut, danke fürs, ne? Weißt du schon. Ich bin wieder weg. Ciao. Oh, da liegt noch was. Und weg ist er. Okay, ach komm, die ist so nett. Da schließen wir auch die Tür hinterher. So. Okay, sie gab uns eine neue Aufgabe. Der Red Forest. Und das in der Nacht. Wie spät ist es? 14.29 Uhr. Nee, wisst ihr was, da ist genug Zeit, dass wir mal rübergehen können zu, und gucken können, ob der Architekt inzwischen da ist. Okay, so, zack, 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 rüber, rüber. Hi. Mitkommen! Ja, und wie? Aber nicht hierher, sondern da drüben. Okay, was ich außerdem gerne mal machen würde, ist, nicht weil es wirklich nötig ist, sondern einfach, dass wir das mal gemacht haben, dass wir hier mit ihm mitfahren. So, hi. Need a lift? Ja, sehr gerne. Reise nach Lindo. Alright then. Okay, und da sind wir. Willkommen in Lindo. Jawohl. Ah, okay. Das hat sie umsonst gemacht. Er. Umsonst gemacht. Okay, na gut, ja, meinetwegen. So, nee. Wir grasen hier erstmal wieder alles ab. Ihr wisst, wie es läuft, ne? So, zack. Das ist die, die wir nicht nehmen können, ne? Nee, doch, die können wir nehmen, okay. Gut, wir sammeln alles ein. Klar, das können wir ja auch gut für die Tees gebrauchen. Lalala. Wir haben ja nur 70 Stück oder so. Das könnte ein bisschen knapp werden. Okay, aber ansonsten würde ich gerne, ich renne hier mal durch. Nee, die da hinten lasse ich jetzt mal in Ruhe. Obwohl, hier gibt es auch noch Zeug. Wer weiß, wie häufig wir noch irgendwelche Lagerfeuer erstellen müssen. Genau, ich würde erstmal gerne hingehen, ab durch die Mitte zum Turm. Hüpf. So, mal gucken, ob der Typ jetzt mal zu Hause ist. Der kann ja nicht immer verschwunden sein, ne? Er ist immer noch verschwunden. Brauchen wir dafür wieder diesen Findetee? Kann das sein? Ich nehme einfach mal einen. Spaßeshalber. Wo ist das? Leere Flasche, Stoff. Tintling. Er behauptet. Nee, Hydradistel. Nee, das war's nicht. Da, Matwillus Tinktur. Oh je. Und jetzt wird wieder alles komisch. Klar. So. Runter da. Und er ist immer noch nicht da. Mist. Wie finden wir ihn denn?
Das gibt's ja nicht. Der muss doch hier sein. Ich meine, es ist eine Hütte und er geht angeblich nie raus. Bei Nacht haben wir schon geguckt, bei Tage jetzt. Tja. Versteckt er sich hier? Nein. Wo ist der Kerl? Irgendwas scheint uns noch zu fehlen, dass wir ihn finden können. Na gut, wenn das denn so ist. Tja, denn ich erhalte, ich gehe mal hier lang. Ich bin ein bisschen irritiert mit irgendwie so einem sehr blauen. So. Da leuchtet es und wie es leuchtet, jawohl. Hier finden wir Dinge. Katsching, katsching. Wo ist das Ding? Oh, der war schlecht. So. Na. Solange die Wirkung noch anhält, brauchen wir noch irgendwas, was wir hier finden sollten. Also vielleicht außer Stroh. Tja, wenn uns das nicht weiterbringt, dann gehen wir jetzt in den... Dann gehen wir jetzt in den Forest. Wir gehen in den Forest. Hi. Would you like a ride to Nava? Yes. You've already paid the toll, so it will be free for you. Oh, okay. Ja, danke sehr. Ja, reise nach Nava. My ox is strong, no? Oh, habt ihr das gesehen? Da hinter ihr lag noch eine Leinwand. Alter. Ich muss nochmal zurück. Oh, das wollte ich eigentlich rausschneiden. Schade. Ja, jetzt müsst ihr es mal mitmachen. Hm. Fortfahren. Okay. So. Hallo. Also, wir gehen in Red Forest. Und die Wirkung hat zwischendurch auch nachgelassen. Das finde ich gut. So. Laufen, laufen, laufen. Ja. Was aber auch bedeutet, dass wir bis zur Nacht... Wo ist denn der Red Forest hier? Was aber auch bedeutet, dass wir bis zur Nacht warten müssen. Uns irgendwie anders amüsieren müssen. Es ist doch hier nicht der Red Forest. Nein! Ich hab's schon wieder getan. Ich glaube das ja jetzt wohl nicht. Oh, verdammt. Das gibt's doch nicht, ey. Keine Schwarzlisteln pflücken. So. Zeug. Zeug. Alter. Nicht zu fassen. Aber wir sind doch hier auf dem richtigen... Nee, wir sind nicht auf dem richtigen Wege. Wir sind viel zu weit südlich. Wir hätten weiter nach Norden müssen, laufen müssen. Ich fass es nicht. Nach Westen. Entschuldigung. Das war nicht Norden. Das ärgert mich. Das ärgert mich wirklich. Keine Schwarzdisteln. Ich hoffe, wir werden dafür nicht irgendwann belangt. Und wenn wir belangt werden, dann zu Recht. So. Hier müsste der doch jetzt... Ja, da beginnt er. Okay. Die Frage ist nur... Rechte Hand oder linke Hand? Rechte Hand scheint mir der Wald dichter. Da ist es so. Ah ja, okay. Hier sind wir wieder beim... bei Finn. Okay, dann laufen wir hier mal entlang. Gut, und irgendwo sollen die jetzt hier sein. Irgendwo. Oh. Tja, das kann natürlich... Hüpf. Das kann natürlich überall sein, ne? Aber ich würde mal denken, wenn, dann ist es eher abgelegen. Hier ist Mudwillow. Okay, es ist immerhin schon Nachmittag, gut. Eher abgelegen, ne? Also irgendwie so, keine Ahnung, hier so da drüben müsste der Weg doch eine Kurve machen. Oh, noch nicht. Da macht er eine Kurve. Ich würde einfach mal hier warten, das scheint mir abgelegen genug. Oder? Ja, könnte passen. Wir bleiben einfach mal hier. Da lag doch eben auch noch was rum. Und dann bin ich gespannt,
Trommeln in der Nacht. Es ist ähnlich wie das Rätsel vom Architekten. In der Nacht. Ne? Das kann jederzeit sein. In der Nacht. Oh, hier, Zeugs. Ja, wie cool. Was ist da? Ich gehe angeln. Kannst du die hier heute Nachmittag auf den Markt bringen? Bitte wirf sie dieses Mal nicht irgendwo ins Gebüsch. Ich werde nicht dafür bezahlen, wenn man dir eine Strafe aufbrummt. Okay. Na gut. Okay. Oh. So, warte mal, dann machen wir das nämlich mal folgendermaßen. Ich arbeite noch an dem Achievement. Oh, aber es bringt immer noch nichts. Mist. Da wäre ja noch gerade so viel Zeug gesammelt. Na gut. So, ja, sollen wir hier einfach mal nächtigen? Ich meine, ich kann das Zelt ja auch aufstellen und sagen, okay, schlaf einfach mal bis 22 Uhr. Und dann gucken wir mal, was hier so abgeht. Durchs Gebirg auf der Suche nach irgendwas Interessantem. Wir könnten natürlich auch fischen gehen. Was ist das hier für eine Hütte? Wer war das nochmal? Das ist die Apotheke, ne? Ja, das ist die Apotheke. Okay. Hier wird es nicht sein. Wir werden ein gutes Stück weiter nach hinten laufen müssen. Die werden das kaum so in direkter Nähe machen. Schon. Oh, Pilz. So. Wir sind jetzt fast an der Spitze von... Ach, da ist das Ding. Genau. Ja. Okay, wie spät ist es? 18.27 Uhr. Wir machen das tatsächlich mal. Ich baue hier... baue hier das Zelt auf. So. Und dann schlafen. Brauchen wir ein Lagerfeuer? Wäre bestimmt ganz clever, ne? Damit wir uns warm halten können. Aber wo? Und mitten im Wald ein Lagerfeuer ist bestimmt nicht die beste Idee. Wir machen es einfach mal. So, zack. Lagerfeuer. Ja, hier so. Geht das? Das geht. Okay, super. Ist bestimmt total ungefährlich. Okay, also. Schlafen. Und dann schlafen wir mal bis 22 Uhr. Das sollte reichen. Rasten. So, das war ein nettes Nickerchen. Ich lasse es vorsichtshalber nochmal hier. Da drüben ist... Das da ist unser Feuer. Was ist das da für ein Feuer? Das sind die Trommeln. Das sind sie. Springen in den Baum. Was? Warum? Und warum kann ich nicht schneller laufen? Jetzt kann ich wieder laufen. Die sind hier im Baum verschwunden? Warte mal, das ist ja jetzt Trommeln in der Nacht aktualisiert. Aber, hä? Hier ist eine Tür, ja, okay. Aber, hä? Hüpf?
Rein komme ich da nicht, ne? Auch nicht mit Ducken? Nee. Was ist das hier für eine Gesellschaft? Ist ja irre. Okay, eine Trommel ist auch da. Die können wir aber nicht mitnehmen. Okay, hier ist ein Steinkreis, den werden wir wiedererkennen, ne? Wo ist denn unser eigenes Feuer? Wir sind so grob von da gekommen. Ja. Nee, von wo sind wir denn gekommen? Okay, also hier bei dem runter und dann gleich rechts. Wo ist denn unser Zelt? Mist, ich hätte es einpacken sollen. Aber ich werde doch dort wohl das Lagerfeuer erkennen können, oder? Ich meine, es war ja gar nicht so weit weg. Wir laufen in die falsche Richtung, richtig? Natürlich. So, das gibt's ja nicht. Wo habe ich denn mein Zelt versteckt? Das war, hier ist, da ist Matt Willes Spiegel. Ich laufe in die völlig falsche Richtung. Das darf doch nicht wahr sein. Habe ich schon wieder diesen Tee getrunken? So, hier geht's runter. Und dann gleich rechts. Nein. Hier geht's runter und dann rechts. Bin ich jetzt völlig bekloppt? Wo ist denn das Zelt? Das war doch hier. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Wo ist mein Zelt? Ich habe. Da ist das Zelt. Okay, alles klar. Ah, ich war schon in Sorge. So, und da drüben ist. Da kugelt es noch. Okay. Gut. Da müsste unser eigenes Feuer sein, das inzwischen auch aus ist. Aha, okay. Gut, also. Wie spät ist es? 23:56. Wir schlafen erstmal. So, bis zum Morgengrauen hat das Zeit. 6 Uhr. Also bis gleich. Nacht. Ach, guten Morgen. So, wir packen mal unsere Sachen zusammen. Heureka, was für eine Nacht, nicht wahr? So, also mit dem Blick dahin. Und dann war das aber. Ich weiß es schon wieder nicht mehr, das darf doch nicht wahr sein. Ich wollte es mir noch extra merken. Die Treppe runter? Nee, aber da war doch ein. Verdammt. Also ich kann sie nur so ungefähr hinführen. Ich habe keine Ahnung. Das gibt's doch nicht, das kann doch nicht so schwierig sein. Okay, gut, wir gehen mal zu ihr zurück. Mit ein bisschen Glück finden wir diesen Ort hier wieder. Mit ein bisschen Glück, wohlgemerkt. So, da ist die Windmühle, die Mühle, die Wassermühle. Genau, da müssten wir jetzt auch gleich beim Fischer. Ja, weil da ist die Apotheke. Okay, so weit, so gut. Sollen wir eigentlich noch ein paar Fische fischen? Nö, wir haben erstmal genug. Wir haben andere Aufgaben. Das mache ich mal zwischen zwei Aufnahmen. Ja, so. Zack, 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 zack. Ja. Ist das eigentlich ein Lehmhaus? Nein, ist es nicht. Okay, so. Hier, darüber. Ja, können wir auch. Ist egal. So, hier ist der Baum. Ne, Moment, die sind da drüben. Ich habe mich schon wieder verlaufen. Was ist denn los hier? Also ehrlich. So, und hier müsste doch jetzt irgendwo die Hütte sein.
ist der Rand, da ist die Hütte. So, mal die Veranda. Okay. So. Und dann geht's hier rein. Zack. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Hallo. Hi again. Hi. It's nice to see a familiar face. We don't get too many visitors out here. Wir kennen uns doch. Ich habe die Trommler gesehen. What? Really? A tree door? Let's go see it. Jo. Klar. Los geht's. You're sure it was here? Absolut. Well, they seem to have left no trace. And the door and the tree? Mm-hmm. I believe you. I've been hearing those drums for too long. Something mysterious is afoot. Whatever they're doing, it's clear they don't wish to be discovered. Yeah. I think you should ask around in Narva. Maybe there's someone who knows more about these Blushwood night drummers. All this investigating has made me thirsty. I think it's quite time for a Lindauian brew. Let me know if you find out more. Come on by anytime. Okay. Ja, gerne. Nächtliche Trommler. Und weg ist sie. Wir laufen hier mal hinterher, weil ich habe ja hier so eine leichte Neigung, mich zu verlaufen, ne? Offensichtlich. Obwohl, nee. Jetzt auf dem Weg, da finden wir es auch. Du, sorry, ich laufe schon mal voraus, okay? Zack. So. Okay, in Narva umhören, klar. Aber wen sollten wir dort fragen? Trommler? Mit Trommeln hatten wir da meines Wissens noch nichts zu tun. War dort ein Marktstand, der wo Trommeln? Nee, da wurden nirgendwo Trommeln verkauft oder so. So, ach, wir gehen hier querfeldein. Da können wir ihr auch mal... Tag! So, ist glaube ich egal, wie rum wir da gehen. Also in Narva umsehen, na gut. Am Umhören. Jupp. Ich hoffe, die Geschäfte gehen gut. Ach, das freut mich für sie, dass das geklappt hat. Und da ist, ne, wir hätten doch andersrum gehen sollen. Egal. Ist schön hier, ne? Ist doch schön hier. So, ab durchs Gebüsch. Buh. Ich muss unbedingt diese diesen Kutschendings da nochmal nehmen. Weil mit dem Trank-Intus hatten wir ja gesehen, dass hinter der, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber die im Lindo, dass dahinter noch Leinwand war. Allerdings ist Leinwand weniger unser Thema, sondern mehr Kisten. So. Als wir den Ort aufgesucht haben, fanden Ranja und ich keine Spur von den Trommeln. Vielleicht weiß jemand mehr. Rotfuss, ich sollte mich einmal umhören. Doch, ich habe eine Idee. Wir gehen mal zu dem Sheriff. Irgendwozu muss der ja gut sein. Wir hatten ihn kennengelernt. Die Gruppe Wurzen oder wie sie hießen, das interessiert ihn nicht, was die da so machen. Aber vielleicht, da ist er. Aber vielleicht interessiert er sich für die Trommler. Hi there. Hi. Nö. They've been covering the city in flyers. Ja, ja, ja. Can't say who's got the right of it. Das Chez and Roots, just one of the many cultural pastimes of Narva. They're usually pretty secretive, though. You might have seen some signs plastered. It's all just a really long feud. Okay, gut. Nee, der hatte nichts dazu zu sagen. Ja, und ansonsten? Wen sollen wir hier alles fragen? Ich meine, wir können ja theoretisch mit jedem reden. Das war spooky. Hi. Mit wem sollten wir hier alles reden? Sollen wir alle ansprechen? Warte. Noch eine Idee? Der Typ vom Zeitungsstand. Juhu. Nee. Sollen wir mal ein Rad kaufen? Haben wir genug? Genug? Ja, wir haben genug. Komm, einfach, dass wir es gemacht haben. Ready to buy a bicycle yet?
You'll get around a lot faster. Ja, ich nehme eins. Erstmal Thema wählen. Nächtliche Trommler. Ah, er weiß doch Bescheid. Have you tried talking to Lee? She's the head librarian at the university. She knows just about everything. Helped me find an obscure text on ancient woodworking techniques. Maybe she knows something about these drummers. Das ist ein guter Tipp. Ich danke dir. So, und weißt du was? Ich kaufe jetzt einen Rad. It's all yours. Hop on. 80 Schimmersteine entfernt. Na super. Erhalten ein, zwei Rad. Hallo. Hallo. Did you pick up a paper? Ja, ich hätte gerne eine. Sure thing. Would you like to donate a glowstone to the Shady Impost so we can keep the paper free, without ads and unmotivated by pop news and tabloid journalism? Klar, natürlich. Thank you for your contribution. So, okay, lass mal gucken. Was haben wir denn da? Zieht das als Bücher? Ja. Anzeiger, Trankverkäufer. Zweifelsfrei unschuldig. Oh ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Tränkemacher beweist, dass seine stärksten Tränke legal sind. Kai und Kehlen Hofernah sind die Eigentümer und Tränkebräuer einer einst erfolgreichen Apotheke nahe des Schmetterstromflusses. Die Apotheke verlor an Beliebtheit, nachdem Kai seit längerem verdächtigt wurde, illegal beschaffte, landesweit geschützte Zutaten für seine Tränke genutzt zu haben. Obwohl er niemals offiziell angeklagt wurde, war der Verdacht so groß, dass er ihr Geschäft nachhaltig lahmlegte. Tatsächlich fand die Reporterin heraus, dass die wenigsten Einwohner überhaupt noch von der Existenz der Apotheke wussten. Es stellte sich jedoch kürzlich durch wissenschaftliche Tests heraus, dass die vermeintlichen illegalen Tränke keine Spuren von verbotenen Zutaten enthielten. Obwohl es unsicher ist, wann und wo die Gerüchte überhaupt erstarteten, ist das Paar euphorisch darüber, seine Unschuld bewiesen zu haben. Die beiden haben einen erstaunlichen Berg an Schulden angehäuft und nun endlich die Gelegenheit, ihre freundlichen Unterstützer zurückzuzahlen. Ach, das freut mich. Er ist zwar ein komischer Nordvogel, aber trotzdem. So, und steige in die Lüfte empor. Majestätisches Luftfahrzeug bietet neue Horizonte. Geschrieben von Clarkwell. Eine neue Attraktion ist direkt vor den Toren unserer geliebten Stadt gelandet. Ich durfte in einem Luftfahrzeug namens Mondschatten fahren, einer großen, luftgefüllten Konstruktion, die fliegen kann. Vor vielen Jahren ist der Pfad auf den ruhelosen Gipfel von vielen Regen ausgewaschen und unbetretbar gemacht worden. Aber mit dieser neuen Erfindung ist das Gebirge endlich wieder erreichbar. Captain Nessa, die Erfinderin des Schiffes, ist eine ehrgeizige Pilotin, die gerne andere mit in die Lüfte nimmt. Diese unvergessliche Erfahrung wird die Herzen der Bewohner von Eastshade mit Sicherheit höher schlagen lassen. Jo, mit Sicherheit. Das war gut, dass wir diese gekauft haben. So, um Bilder haben wir uns nicht gekümmert. Da haben wir also nichts zurückzugeben. Also gehen wir mal zur Bibliothekarin. Jo, zack, 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 zack. Da bin ich ja ganz froh, dass wir direkt dorthin gewandert sind. Denn wir hätten hier ja mit allen möglichen Leuten quatschen können. Was ist da? Nichts ist da. Okay. So, hier ist die Bibliothekarin. Ich stelle mich hier mal so hin. Und das ist ja auch ein nettes Thumbnail. Aber mit ihr würde ich gerne erst in der nächsten Folge sprechen. Wir sind schon wieder reichlich drüber. Also, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Auf Wiese gehen.